Vor der Prüfung muss die Tiefe eingestellt werden. Dafür müssen Sie die Schichtdicke der Probenplatte gemessen haben. Die Tiefe wird über mitgelieferte Keile eingestellt, die vorne am Motor angebracht werden. Vorne einfach in die Einkerbung einsetzen, unten mit dem Klemmring im Uhrzeigersinn festklemmen. Handfest reicht absolut aus. Und zur Prüfung selber stellen Sie sich die gewünschte Ritzlänge ein. Drücken den Motor einfach nur runter und ziehen diese in der gewünschten Richtung ab. Einmal in die entgegengesetzte Richtung und die Prüfung wird damit durchgeführt. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht tief genug geritzt haben sollten, ist es kein Problem. Nehmen Sie einfach einen tieferen Keil oder eine tiefere Einstellung, setzen diese wieder an, ohne die Probenplatte rauszunehmen, und Sie bleiben mit der Führung exakt drin.